The sun is shining. The weather is sweet. Yeah. What are they for? Better rhythm to the Latin American fist. Here, let me show you. See? Very simple. Very simple. Guten Morgen, liebe Leute. Heute sieht ein bisschen verwuschelt aus und da bin ich aufgestanden. Es sieht richtig krass aus hier. Es ist so schön. Könnt ihr sehen. Wir sind hier, also steht hier noch unser, vor unserem Zimmer quasi im Hotel. Man sieht von hier schon, dass hier irgendwas abgeht. Ich habe gelesen, hier ist der Kanchenjunga Gebirge. Das ist der, oder Berg, und das ist der dritthöchste Berg der Welt mit über 8000 Meter. Richtig geil. Wusste ich gar nicht vorher. Aber gut, dass wir auf Empfehlungen hören. Und ich hoffe, wir kriegen heute einen geilen Blick auf diesen Berg, unter anderem. Und da hinten sieht man ihn schon ein bisschen. Ich weiß nicht, ob er der das ist, aber der sieht auf jeden Fall auch schon mal hoch aus. Es ist gerade ein bisschen eine Wolkendecke vor und ein Haus, aber ich probiere das mal zu zeigen. Oder warte, ich gehe noch mal 3 Stockwerke höher und dann filme ich es nochmal. So schön, oder? Richtig schön. Ha, ich freue mich. Ich hoffe, man erkennt mich gut, weil die Kamera sieht so verschmälert aus von vorne. Na, wir gehen jetzt noch was frühstücken. Hier oben auf der Alm und dann geht's los. Was mir hier schon aufgefallen ist und was ich schon so ein bisschen mitbekommen habe, die sind hier ziemlich auf dem Ökotrip, also positiv gemeint. Also ich habe auch zum Beispiel die Beutel, die wir in Darjeeling bekommen haben, für unsere Jacken und so ein Shit, waren nicht aus Plastik. Und ich habe auch schon gehört, dass die sich hier irgendwie als grünes Indien sozusagen bezeichnen und hier viel für die Umwelt tun und so. Voll krass. Ich glaube, das ist so mit der einzige Teil in Indien sein wird, wo das so thematisiert ist überhaupt, glaube ich. Ah, voll cool. Und es ist echt sauber hier, also es ist schon vorher aufgefallen. Find's nice. Hi, hört ihr die Mucke? Wir sind jetzt gerade auf so einer Local Dance Competition, glaube ich, gelandet. Jetzt ist gerade ein Team fertig. So süß, die sind so cool gekleidet, irgendwie ist so richtig traditionell. Ich zeig euch mal, wie die aussehen. Und die battlen sich jetzt über krass. Jetzt war gerade die erste Crew dran. Ich glaube, die sind Funky Cookies. Und jetzt kommt die zweite Crew. Ich wechsle mal das Objektiv, damit ich näher rankomme und dann gucken wir, wie die abgehen. Die zweite Crew war nicht so geil, oder? Der ein bisschen gefällt. Die dritte meinst du? Oder die dritte. Also ich kriege von mir leider nur 3. Ah, 3 Punkte. Aber die zweite, die war richtig schön. Die war cool. Mega interessant. Und jetzt gehen wir weiter zum Monastery. Ich hab überall jetzt solche komischen Piekser und die tun voll weh. Meine ganze Hose, meine ganzen Schuhe. So, wir haben es geschafft, Leute. Ich weiß, ich bin immer am Help. Und schon anstrengend. Nicht so Bock drauf. Und im Endeffekt war es eine halbe Stunde oder so. Alles okay, aber auf der Höhe ist ein bisschen anstrengend zu gehen. So Sauerstoff und so, ne? Sind es nicht gewohnt als Berliner Flachländler. Aber jetzt, ja, wir sind oben. Das ist die Monastery. Hatest du? Nein. Okay. Also das im Hintergrund ist die Monastery. Und hier im Hintergrund sind die Berge. Da hinten raus, da ist der 8000er. Kann ich euch auch nochmal aufnehmen, aber ich muss sagen,
so stelle ich mir, so habe ich mir immer so eine Monastery vorgestellt oder so einen buddhistischen Ort irgendwie. Es ist ganz oben quasi, also zumindest hier in diesem Ort, einer der höchsten Punkte. Es ist super ruhig, es ist diese Flaggen hier. Man hört sie so richtig im Wind, es ist so eine entspannte Atmosphäre irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr kennt ihr 7 Jahre in Tibet, den Film? Das fand ich immer so geil und irgendwie das erinnert mich gerade daran, das ist richtig, richtig schön. Richtig entspannt und so eine, weiß nicht, voll die coole Atmosphäre. Wie viele Berge es auch einfach sind, man kann es gar nicht zählen. Nein, ne? Rundherum halt. Ja, und auch so ganz da hinten, da ist noch einer und dahinter ist noch einer. Das ist richtig wild. Also, wir genießen das jetzt noch ein bisschen. Später. Entspannt hier. Das ist bis jetzt der entspannteste Ort, an dem wir waren. Das ist so schön. Wir haben auch noch ein paar Hundefreunde, die haben sich schon zu uns gechillt. Und wir genießen einfach die Ruhe und den Ausblick. Wow, also Pelling. Mal wieder. Pelling! Mal wieder richtig geil. Ja, die Monastery ist voll schön. Ja, wir waren noch nicht drin, aber das werden wir gleich nochmal machen. Ja, und es ist so friedlich und so ruhig. Wirklich wunderbar. Wunderbar und wunderschön. Ja. Bis später. Bleib dran. Genau. Das ist zwar das Statement. Na, wie schmeckt dein Bier? Lecker. Lecker? Also, es gibt bessere. Das ist jetzt hier Dansberg Blue Premium Lager Bier. Also Favorit ist leider, was ist leider, ist immer noch das Myanmar Bier. Guck mal, wie fancy das Licht hier reinschaltet. Bam! Jetzt können wir uns hier noch was zu essen. So, wir haben es noch zur Bakery geschafft, Leute. War okay, wir haben Apfelkuchen und Bananenkuchen und dann haben wir noch ein paar Sachen eingepackt. Also für wir sind heute versorgt. Abend. Ist okay, da ist irgend so ein komisches Gewürz drin. Ida, ich glaube, das ist Kardamom, was ihr immer in euren Tee haut. Ich glaube, das hauen die auch in die Backsachen ja, rein. Ja, es ist. Also so, es hat so ein. Mein Fall ist es. Es erinnert mich an dich, mein Freund Idris. Schöne Grüße an dich. Idris aus Afghanistan. Idris, wir schöne Grüße nach. Dich. Wo bist du? Kalifornien. Wir drücken dich, Digga. Krasser Tipp, ja, wir drücken dich. Yeah, greets, bro. Und ja, vieles hat gar nicht passiert, ne? Also es ist auch hier so ein, hier gibt es halt keinen Schnee, das heißt, man kann nur rumlaufen und sich Sachen angucken. War ein mega entspannter Tag und das werden wir, glaube ich, nochmal gebrauchen. Tat gut. Und 1-2 Tage werden wir das noch so durchziehen. Morgen zu einem See fahren und uns ihn angucken. Und dann geht's aber los. Safari, Digga, Assam. Aber dazu später mehr. Vielleicht erwische ich noch den Sonnenuntergang, mal gucken, wie schnell wir sind. Und ansonsten... Schönes Örtchen hier. Tschüss. Bis später, Peter. Ich wollte euch ein kurzes Update geben. Und zwar habe ich ja am Ende des Videos gesagt, dass wir nach Assam fahren. Haben wir gestrichen, weil das Einzige, was uns da hingezogen hätte, wäre der Nationalpark gewesen. Und wir sind der Meinung, dass wir woanders auch einen geilen Nationalpark finden und deswegen nicht in die Richtung fahren müssen, weil irgendwann haben wir auch keine Zeit mehr. Und deswegen fahren wir jetzt nach Varanasi. Wir sind schon übertrieben lang unterwegs. Der Zug hat so krass Verspätung. Aber dafür sieht es gerade wieder mal so krass geil hier aus. Also viel Spaß beim Aufspannen. Wir sehen uns in Varanasi. Und von dort aus geht es dann endlich wieder weiter mit den meisten Videos.